Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Wir spielen Black Mirror. Wo ich sagen muss, ich habe Black Mirror schon gespielt, aber nur die anderen beiden Teile und den hier noch nicht. Darum dachte ich mir, wir spielen Black Mirror 1. Ich hoffe, die Musik ist nicht allzu asozial laut. Ich habe sie eigentlich schon ein bisschen runtergedreht. Wir werden es sehen. Wir machen auf jeden Fall ein neues Spiel. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Lieber Samuel, es fällt nicht leicht, die passenden Worte zu finden für diese ersten Zeilen, die du hoffentlich liest. Ich hoffe, dass mein Brief deine Hände so bald wie möglich erreichen wird. Denn viel Zeit bleibt nicht mehr übrig. Seit deinem Weggang habe ich meine ganze Kraft dazu aufgewendet, in endlosen Stunden der schlaflosen Nächte nach der Wahrheit über unsere Familie zu suchen. Daher wende ich mich an dich, Samuel, denn ich weiß, dass du meiner Bitte nachkommen wirst. In diesem Umschlag findest du den Ring unseres uralten Erbes. Es ist sehr wichtig, dass du ihn immer bei dir trägst. Pass sehr gut darauf auf. Kehre bitte zu unserem Schloss zurück und hilf mir. Ich weiß, dass meine Zeit knapp wird. Ich habe Angst. Aua. Okay. Der arme alte Mann ist jetzt tot. Kapitel 1. Was das eben war, weiß ich auch nicht. Rückkehr in die Zukunft. Nach der Trauerfeier kehrten wir gemeinsam nach Black Mirror zurück. Die lange Fahrt durch die düstere Landschaft schien kein Ende zu nehmen. Während der Fahrt herrschte Schweigen. Als sich unsere Blicke trafen, waren sie voller Trauer. Aber in unseren Gesichtern war nicht nur Kummer zu sehen. Für Victoria und Robert war ich gewissermaßen ein Fremder. Meine unerwartete Rückkehr nach mehr als 12 Jahren war der Anlass für die unausgesprochenen Fragen in ihren Augen. Was passiert ist, tut mir aufrichtig leid. Danke, Heinz. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. William hat mir alles bedeutet. Und jetzt? Du brauchst nichts mehr zu sagen, Victoria. Heute ist ein trauriger Tag für uns alle. Ich glaube, ich lasse dich jetzt allein. Wenn du mich bitte entschuldigst. Du musst nicht gehen. Du bist mir ein ebenso guter Freund, wie William es war. Ich schätze deine Worte. Aber ich glaube, ich sollte jetzt gehen. Ich bitte dich, sei unser Gast. Ich bleibe gern, wenn es dein Wunsch ist. Mich interessieren einige Bücher in der Bibliothek. Ich ziehe mich dorthin zurück, wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Nein, ganz und gar nicht.
Danke. Ich werde in der Bibliothek sein. Okay, das hat er jetzt aber auch dreimal gesagt. Falls Heinz etwas benötigt, helfen Sie ihm bitte. Aber natürlich. Sie können sich auf mich verlassen, Madam. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber ich glaube, du könntest etwas Ruhe brauchen. Du bist so einfühlend wie immer, Robert. Ich möchte eine Weile mit meinen Gedanken allein sein. Das ist absolut verständlich. Samuel, würdest du mich bitte in mein Arbeitszimmer begleiten? Ja, gerne. Oh, Samuel, bitte bleib. Ich möchte kurz mit dir sprechen. Selbstverständlich. Würdest du mich bitte entschuldigen, Robert? Wir sprechen uns später. Ich werde in meinem Arbeitszimmer sein. Okay, Samuel, die sagen alle fünfmal, wo sie hingehen. Bist du zurückgekehrt, um für immer bei uns zu bleiben? Um ehrlich zu sein, ich habe mich noch nicht entschieden. Lass mir bitte noch etwas Zeit. Vergiss nicht, wir sind immer noch deine Familie. Du bist ein Gordon und du gehörst hierher, genau wie alle anderen Gordons vor dir. Ja, dessen bin ich mir wohl bewusst, aber ich muss meine Gedanken ordnen. Vielleicht kann ich dann deine Frage beantworten. Oh, ich hatte so gehofft, dass du ja sagst. Mir geht es nicht sehr gut. Bitte entschuldige mich jetzt, Samuel. Natürlich. Ich gehe auf mein Zimmer. Sir, ich habe mir erlaubt, Ihr Zimmer aufzuräumen. Ich glaube, Sie werden mit dem Ergebnis zufrieden sein. Hier ist der Schlüssel. Ihr Koffer ist schon im Zimmer. Danke, Bates. So. Können wir jetzt was machen? Schon? Okay. Victoria möchte, dass ich bleibe. Vielleicht hätte ich es ihr versprechen sollen. Aber ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht später. Na, dann sollten wir auch nichts versprechen. Bates hat mein Zimmer hergerichtet. Wenn wir uns ich sollte noch es mir nicht ansehen. Entschieden haben. Schön, dass du immer dazwischen sprichst, wenn ich gerade ansetze. So. Ja, wir spielen also Samuel Gordon, der mit der Familie irgendwie verwandt ist und auf jeden Fall ist der alte Mann gestorben. Wir gucken uns das hier mal kurz an. Hier hinterlegt Bates unsere Post. Okay, keine Post da? Im Moment ist keine Post da. Gut. Es hätte durchaus sein können, ne? So, wir gucken uns um. Das Bild hier oben sieht auch sehr freundlich aus. Marcus Gordon, Marcus der Gordon. Jüngere der beiden Brüder, die unsere Familie gegründet haben. Okay. Der sieht aus wie Mel Gibson. Kann man hier irgendwas machen? Die Musik ist so heroisch. So aufbauend. Ah, hier unten ist mein Inventar. Williams Todesanzeige. Sollen wir uns die mal angucken? Williams Todesanzeige. Nice. Er hat sehr viel... Hä, wieso kann ich das Bild mehrfach anklicken? Ist hier irgendwas, was ich wissen sollte? Vielleicht später noch. So, das hier ist das Esszimmer. Wir gehen aber erstmal in unser Zimmer. Wir sollten ja in unser Zimmer. Wir gucken uns noch den Monolithen an. Geh bloß nicht zu schnell, Sam. Der Grundstein des ursprünglichen Schlosses, den Marcus und Mordred im Jahre 1206 gemeinsam legten. Okay. Er besteht aus einem seltsamen Gestein, das eine ungewöhnliche Kraft ausstrahlt, wie William es ausdrücken würde. Ja, William. In seiner Nähe spürt genau. Man die Atmosphäre längst vergangener Jahrhunderte. William ist der, der aus dem Fenster gefallen ist, der alte Mann. Okay. Wir suchen jetzt erstmal unser Zimmer. Ich wollte eigentlich gar nicht zur Bibliothek. Ich wollte in mein Zimmer. What the hell ist das denn? Who the hell ist das denn? Mordred Gordon. Mordred das Gordon. Das unbarmherzige Oberhaupt unserer Familie im finsteren Mittelalter. Seine Herrschaft wurde 1213 von seinem eigenen Bruder Marcus beendet. Oh, krass. Der sieht wirklich nicht sehr freundlich aus. Okay. So, der Kamin. Wir gucken uns einfach das alles Feuer an, was das ganze Jahr rot leuchtet. Sonst wird es hier sehr kalt. Ja, das glaube ich. Nur das leise Knistern des Feuers dringt ans Ohr. Okay, also wenn man kann auch mehrfach drauf. Unser Familienwappen. Es ist seit dem Mittelalter das Symbol unseres Adels. Oh, wir sind adelig. So.
Was ist hier? Gucken hier auch nochmal. Ich gucke erstmal überall, was mir so unterwegs auffällt. William hat oft hier gesessen und in der Zeitung gelesen. Aber das ist schon sehr lange her. Oh Gott. Ja, das tut mir ja auch sehr leid mit dem guten William. Aber wo sind meine Zimmer? Zur Treppe! Zur Treppe, wir müssen zur Treppe, oder? Wieso kann ich den Monolithen jetzt nochmal angucken? War der nicht vorhin weiß? Der Pfeil? Ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, aber... Auf der Marmortafel stehen die Namen aller Lords unserer Familie, die hier gelebt haben. Alle Lords und Ladies? Nein, nur Lords. Gut, es ist so, also... Ich denke mal, wir müssen rausfinden, was jetzt hier strange ist, weil wir haben ja gesehen, dass der gute William nicht aus freien Stücken aus dem Fenster gesprungen ist, sondern gestürzt wurde. Gestürzt wurde ist gut. Ich meinte natürlich geschubst wurde. Durch irgendetwas, was er nicht gesehen hat, durch irgendetwas dolle Böses. So, wir gucken uns die Kommode an. Ich habe keine Ahnung, wonach ich dort suchen sollte. Entschuldige bitte. Es war aber rot und da dachte ich, du möchtest es dir vielleicht ansehen. Und, ja. Die gute, wie hieß sie denn gleich? Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Victoria, genau. Victoria möchte, dass wir für immer da bleiben, Jennifer, aber... Die Frau von Tobias Gordon. Das können wir ihr nun mal noch nicht versprechen. Robert hat nicht mit uns zusammen Mittag gegessen. Er ließ sich einfach etwas bringen. Und hat es dann auch nicht gegessen. Zeitungsständer, okay. Die heutige Zeitung. Ich werfe mal einen Blick hinein. Genau, wirf mal. In der Zeitung liegt ein Brief. Oha! Na, dann zeig mal den Brief. Robert, ich habe jetzt erst einen Brief bekommen. Dieser permanent betrunkene Trottel, den du für seine Dienste als Boten bezahlt hast, hat ihn zu spät gebracht. Keine Sorge. Ich werde mich wie üblich um dein Paket kümmern. Zum Glück interessiert es an diesem gottverlassenen Ort niemanden. PS? Ich schlage vor, dass du diesem Idioten Mark das nächste Mal mehr Geld gibst. Vielleicht liefert er dann etwas pünktlicher. Okay, also, es geht hier irgendwie um ein Paket und um zwei Menschen, die sich was geschickt haben durch einen Dritten, der anscheinend immer betrunken ist. Mark? Okay. Robert, liest er ihn jetzt nochmal? Ja, ist okay. Sorry. So. Ich lege ihn zurück, genau, damit Robert ihn dort findet, wo er ihn finden soll. Und wir sind ja einfach mal auch gar nicht neugierig und gucken in andere Leute Post. So, das ist Victorias Zimmer. Ich glaube nicht, dass wir da reingehen sollten. Gucken, was er dazu sagt. Victoria ist im Gemeinschaftsraum. Das sagt er dazu. Wir suchen jetzt erstmal unser Zimmer. So, was ist das? Sitzecke? Und gucken uns unterwegs natürlich das alles an. Das hier war ein Geschenk an William von Robert. Okay. Hier habe ich früher mit William Schach gespielt. Ich erinnere mich daran, wie er mir die Grundzüge beigebracht hat. Als wäre es gestern gewesen. Ich persönlich kann ja gar kein Schach spielen, ne? Schach ist so... Ha! Schach ist nicht meins. Gucken wir uns noch das große Bild an. Ist das unser Zimmer? Williams Lieblingsgemälde. Jemand aus der Familie hat es vor etwa 300 Jahren gemalt. Ist das nicht immer so beim Adel, dass da irgendeiner immer total toll malen konnte? Ich gucke mir noch die Uhr an, wo ich einmal hier stehe. Im Flur ist nur das leise Ticken der Uhr zu hören. Gut. Das hier wird dann wahrscheinlich... Früher war ein Kinderzimmer dahinter. Jetzt sind es nur noch nackte Wände. Ist es das... hat keinen Sinn, dorthin zu gehen. Ach so, das ist gar nicht unser Zimmer. Das wusste ich nicht. Dann gehen wir halt weiter. Hä? Wo ist denn dann unser Zimmer? Ich bin jetzt einmal im Kreis gelaufen und habe unser Zimmer nicht gefunden. Ach, da, ja, jetzt.
Die Tür ist abgeschlossen. Ja, ich Bates weiß. Hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich kann sie aufschließen. Aber ich mache es natürlich nicht von allein. Ich mache es nur, wenn jemand ins Inventar geht und mir den Schlüssel gibt. Alles klar. Oh. Hier hat sich überhaupt nichts verändert. Mir ist, als wäre ich erst ein paar Tage fort. Oh, das ist natürlich... Willkommen daheim, Samuel. Das ist aber ein sehr schöner Raum. Also ich mag den Raum total. Das ist schön eingerichtet und... So, wir gucken uns erstmal das Bild an. Wir gucken uns erstmal in unserem Raum um. Ein altes Gemälde. Ich weiß nicht, wer der Maler war. Okay. Haben wir hier noch das Kruzifix? Das Heilige Kreuz. Okay, ich glaube, das braucht ihr in eurer Familie, ne? Weil ich irgendwelche... Es ist kalt hier. Ich werde Bates sagen, er soll den Kamin anzünden. Ja, weil du das nicht alleine kannst, verwöhnter Im Zimmer Pinsel. Ist es ziemlich kalt. Im Zimmer ist es ziemlich kalt. Okay, ja, ist gut. So. Gucken wir uns hier die Bilder noch an. Williams Porträt meiner geliebten Catherine. Och, er hat sie auch. Sie starb bei diesem furchtbaren Brand. Hm. Und es war meine Schuld. Ist auch nicht schön. Das werde ich mir nie verzeihen können. Du hast deine Catherine angezündet. Die nächtliche Silhouette unseres Schlosses. Eine Zeichnung des Anwesens der Familie Gordon in Wales. William hat sie als junger Mann angefertigt, als er dort war. So, hier ist alles erledigt. Hier ist mein Koffer. Ich habe nur einige Reisenecessaires darin. Oh, Necessaires, alles klar. Als ob sich ein gestandener Mann hinstellt, ich habe nur Reisenecessaires dabei. Oh mein Gott. Ich stecke die Tabletten ein, falls ich wieder Kopfschmerzen bekomme. Ja, genau. Steck mir deine Pillen ein. Was haben wir noch? Was ist das? Warte. Die Brieftasche kann ich bestimmt gebrauchen. Vergiss deine Reisenecessaires nicht. Necessaires, das ist ich so... Ich sehe nichts Interessantes. Okay. Kann man hier Sie irgendwie... enthält einige Münzen. Kann man. Ich habe in letzter Zeit oft Kopfschmerzen. Die behalte ich lieber. Ja, die kannst du auch behalten. Eine gewöhnliche Metallmünze. Na gut. Dann gucken wir mal hier. Ins Waschbecken. Oh, er wäscht sich. Gut. Meine Hände sind sauber. Das freut mich, aber deine Gedanken nicht, ne? So. Wir gucken uns erstmal den Spiegel an. Das ist hier viel zu gucken. Das ist halt ein Point and Click. Davor hat Catherine jeden Morgen ihr wunderschönes Haar gebürstet. Es ist besser, den Erinnerungen nicht nachzuhängen. Ach komm, Erinnerungen sind eigentlich ganz gut an einen Menschen, den man verloren hat. Man sollte halt nicht, man sollte halt irgendwann akzeptieren, dass diese Menschen nicht mehr da sind. Aber sich daran erinnern ist doch gut. Oh, Catherine war hübsch. Ist sie das überhaupt? Oh. Okay, also die Catherine ist wohl... bei einem Brand gestorben, den er verursacht hat, so wie er es gesagt hat, oder beziehungsweise an dem er Verzeih mir, Catherine. Schuld ist. Eine alte Fotosammlung. Ich möchte nicht an die Zeiten erinnert Ach, werden. Mensch. Ich lasse sie in Ruhe. Aber Erinnerungen sind gut. Kann ich die wieder zumachen, bitte? Bitte, bitte. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ich kann hier nichts mehr anklicken. Ach, hier unten, ja. Ich hab's nicht gesehen. Sorry. Die unterste Schublade. Abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, enthält sie nur ein paar Kleinigkeiten und eine alte Kamera. Okay. Aber wo habe ich früher den Schlüssel aufbewahrt? Ja, keine Ahnung. Ich werde mich im Zimmer umsehen. Ah, er muss okay. Hier irgendwo sein. Er muss also irgendwo im Zimmer sein, der Schlüssel. Wir suchen den Schlüssel für unsers. Ich möchte mich jetzt nicht ausruhen. Mach mich doch nicht so voll, ich wollte mir nur das Bett angucken. Wie unfreundlich. Türrahmen? Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Na dann fass ihn an. Da kann ich nichts sehen. Er ist zu hoch. Kannst du nicht irgendwie... Ich werde versuchen, raufzukommen. Ja, der ist auch riesig, der Türrahmen. Da ist etwas. Na?
Das ist der Schlüssel von meiner Schublade. Ach Gott, Junge. Ich wusste, dass er irgendwo im Zimmer sein muss. Okay. Na, dann machen wir doch direkt die Schublade mal auf, würde ich sagen, oder? Weil wir sind ja neugierig. Nein, wir sind nicht, natürlich nicht neugierig. Doch sind wir. Los, auf da. Mach die Tür auf. Oder hol die Bibel. Oh, seine Bibel. Sie sind zu alt, um sie noch zu verwenden. Ich muss keine Fotos machen. Oh, weißt du? Du bist echt ein Stiesel. Ich muss keine Fotos machen. Ja, dann nicht. Mach halt keine Fotos. Das ist mir doch egal. So, dann gehen wir erstmal wieder raus. Wir müssen ja schließlich Bates Bescheid sagen. Zwecks unserem Kamin, oder? Ach nee, müssen wir nicht erst noch. Wir müssen erst noch mit Robert reden. Mit Robert reden. Weil der wollte uns doch in seinem Zimmer haben. In seinem Arbeitszimmer. Zwecks. Robert, darf ich einen Moment mit dir sprechen? Natürlich. Ich unterhalte mich gerne mit dir. Wir haben einander schon so lange nicht mehr gesehen. Wie genau. Viele Jahre sind es? Ach, Robert. 12, vielleicht mehr. Eine wirklich lange Zeit. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin nicht für immer zurückgekehrt. Ich bin nur wegen Williams Beerdigung hier. Wirklich? Das ist schade. Ich dachte, du bleibst wenigstens für ein paar Monate bei uns. Vielleicht überlegst du es dir ja doch noch. Also, worüber möchtest du reden? Ja, worüber möchten wir da reden? Wir reden jetzt erstmal über William. Was denkst du über das, was William zugestoßen ist? Das ist aber eine seltsame Frage. Was soll ich denn darüber denken? Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war, geschweige denn Selbstmord. Ich fürchte, du ziehst voreilige Schlüsse, Samuel. Du glaubst doch nicht etwa, dass es Mord war. Oh doch. Oder? Nein. Aber mal ehrlich, wer bringt sich im Herbst seines Lebens um? William war ein sehr alter Mann. Hör mal. William war alleine im Turm, als es passierte, und die Tür war von innen abgeschlossen. Also ist Fremdeinwirkung ausgeschlossen. Warum hat er dann keinen Abschiedsbrief hinterlassen? Das weiß ich nicht. Und ich will auch nicht darüber nachdenken. Ich versuche gerade, meine Gedanken von Williams Tod abzulenken, und ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Wie ist es möglich, dass Robert gar nicht daran interessiert Ehrlich, ist? Ehrlich, das frage ich mich auch. Bin ich der Einzige, der die Wahrheit über Williams Tod wissen will? Das ist echt komisch. So, dann mal über Black Mirror. Das Schloss verfällt zusehends. Wie lange soll das so weitergehen? Das Schloss steht seit Jahrhunderten und es wird nicht in nächster Zeit zusammenstürzen. Es wird uns überdauern. So wie es unsere Vorfahren überdauert hat. Aber der alte Flügel ist langsam baufällig. Er war schon baufällig, als ich geboren wurde. Und er steht noch immer. Warum hat ihn nie jemand restauriert? Oh, das hat man. Vor etwa 100 Jahren hat Werner Gordon versucht, ihn zu restaurieren. Wieso sagst du versucht? Nun, er war nicht der Erste, der es versucht hat. Der neue Bau hat nie länger als ein paar Jahre gehalten. Die ursprünglichen Fundamente des Schlosses, die von Marcus und Mordred gelegt wurden, befinden sich innerhalb dieser Mauern. Es ist, als ob die alten Steine die neuen nicht annehmen wollten. Wirklich seltsam. Ja, das ist wirklich sehr seltsam, weil wenn mehrere Leute schon versucht haben, das Schloss zu renovieren und das Schloss es einfach nicht will, also ich sag's jetzt mal so, das Schloss das nicht will, das ist schon echt seltsam. Aber das Verhalten von dem Robert, dass er gar nicht wissen will oder nicht über den Tod von William nachdenken will, das ist auch sehr komisch. So, was gibt's denn also, Neues? Also, was hat sich in meiner Abwesenheit hier so getan? Ich kann mich an nichts Besonderes erinnern. Gibt es irgendwelche neuen Familien? Nein, ich glaube nicht. Die einzige Person, die neu hierher gezogen ist, ist Dr. Herman. Außerdem haben wir einen anderen Stallknecht und einen anderen Gärtner als die, die du kanntest. Ich war 12 Jahre nicht mehr hier und das Einzige, das sich verändert hat, ist, dass wir 2 neue Bedienstete haben? Naja, die Leute reißen sich nicht gerade darum, hier zu leben. Das weißt du doch selbst. Ja, es hat sich eigentlich nichts verändert. Es ist beinahe unheimlich. Ich muss jetzt gehen. Gut, dann wende ich mich wieder meiner Arbeit zu. Mal besser ist. So, dann haben wir jetzt erstmal mit Robert gesprochen, aber der ist ja auch irgendwie ein komischer Geselle. So,
Wen wollte ich suchen? Ich wollte Bates suchen. Ich gucke mal eben auf die Uhr. Haben wir hier noch irgendwas Schönes? Es ist aber schon komisch, dass da irgendwie keiner so... Hier flackert die Lampe. Sowas ist mir wieder aufgefallen. Dass keiner darüber reden will, weil wir haben es ja gesehen. Wir haben es gesehen, dass der gute William nicht aus freien Stücken gesprungen ist. Und ja, wenn wir 12 Jahre nicht in Black Mirror waren und das Einzige, was sich verändert hat, einfach mal bloß ist, dass jetzt einen neuen Gärtner und einen neuen, hier Dr. Hermann gibt, denn das ist schon ein bisschen seltsam. Bates, mein Zimmer ist kalt. Ich freue mich über Ihre Rückkehr, Sir. Ach ja. Wir haben Ihr Zimmer nicht angerührt. Es ist alles so geblieben wie damals, als Sie weggingen. Sehr schön. Danke. Falls aufgeräumt werden sollte oder sonst irgendetwas, sagen Sie es mir einfach. Ach komm, das können wir doch selber machen. Das wird nicht nötig sein. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Zeit, meinen Besuch anzukündigen. Es wäre mir eine Freude, Ihnen wie auch immer zu helfen. Danke. Ich komme zurecht. Nein! Brauchen Sie sonst noch etwas, Sir? Ja, der Kamin. Ach so, wartet. Ach so. Passt auf. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir beenden den Part jetzt hier. Und reden das nächste Mal über Robert, Schloss Black Mirror, über den Kamin, über alles Weitere. Und bis dahin wünsche ich euch was. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge Black Mirror wieder dabei. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, ich weiß, es ist fies jetzt so mitten im Gespräch, aber ich hatte mir gedacht, wir machen die Videos jetzt einfach kürzer. Hab da länger was von und ich habe mehr Arbeit. Also, Win-Win, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge von Black Mirror wieder. Bis dann.